Bin ich auf Sendung? Bin ich schon drin? Bin ich schon drin? Bin ich schon da? Hallo? RIP Deluxe. Da bin ich wieder. Stream Avatar startet auch gerade. Es geht in wenigen Sekunden wieder los. Dann komm, machen wir die Schere nochmal wieder. Also, das war ja ein bisschen frech. So, jetzt aber. Grüß Gott zurück in die Runde. Ich habe ja noch einen Tee gemacht, der ist ja schon fast wieder kalt. Noch mal kurz umrühren. Bin die Sicherheit. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Es gab kurz einen technischen Hindernislauf, sag ich mal. Aber naja, jetzt bin ich ja wieder da. Der Tee ist gut. Der ist gut.
Netzwerk bist du da für deine Tastaturgeräusche? Du weißt schon, was für, du weißt schon wen, du weißt schon wie lange und wofür. Lumina. Lumina, jo. Und was machst du? Hallo. Das freut mich zu hören. Dann ruh dich mal aus und leg dich hin. Damit der Herr sind die Hintergrundgeräusche so angenehm für sie. Captain, ich grüße dich. Da ist ein Hacker. Er ist Dave. Hallo. Dave, Platz 1 hatten wir schon. Wir hatten nur einmal technische Störungen. Deswegen warst du jetzt, bist du jetzt so ein kleiner Hacker. Nein! Wir streamen noch. Wir mussten nur einmal neu starten. Deswegen. Deswegen geben wir dir den einen Punkt zurück. Deswegen. Und Kek, wir machen nochmal. Und Kek, wir machen nochmal. Geht das überhaupt? Nee, einmal pro Person bestimmt, ne? Ich grüße dich. Na, wie geht es dir? Habt ihr auch alle einen süßen Tee? So einen fruchtigen. Jetzt, wo ich dich lese, deutlich besser. Und wie geht's dir?
Dann haben wir das. Platz 1K hatten wir gehabt. Das war die Schere. Kommen wir jetzt zu Feens Zauber Ozeangeräusche. Also macht euch was gefasst. Auf was gefasst? In was gefasst? Zwischen was gefasst? Hat jemand was angefasst? Prinz, vielen lieben Dank für dein Abo. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Schon seit 9 Monaten bist du bei uns. Das kommt mir gar nicht so vor. Das kommt mir vor, als wärst du schon immer da.
regelmäßig da bist, dann sollte das kein Problem darstellen. Spitzbub.
ist das Korkschreiben so angenehm, der Herr, die Dame? Welche Sachen bei Sprühflasche habt ihr denn beim letzten Mal gefeiert? Und Schreiben auf Kork wurde schon einmal verlängert, deswegen leider nicht möglich. Das müssen wir, das wurde schon mal mit Back to the Future bearbeitet. Also theoretisch müsste es nochmal in Bestellung gehen, sag ich jetzt mal, dann können wir das gerne machen. Ich weiß gar nicht, Prinz, kannst du das denn sofort wieder aktivieren? Ah ne, das dauert glaube ich 5 Minuten, ne? Oder was war die Uplink-Zeit? Dass ich meine eigene Zeit nicht auf dem Schirm habe. Oder ja, das kann man gleich wieder aktivieren. Oder machst du so? Ja, okay. DSP, ich grüße dich. Prinz, vielen lieben Dank für dein verschenkten Abo. Super süß. Und danke für deine Unterstützung. Und Eber, ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem Abo.
mit deinen Emojis, kann man sagen. Also wir haben jetzt 10 Minuten. Das heißt gleich, jetzt kommen nochmal 5 Minuten oben drauf. Richtig. Beziehungsweise, das wird ja hinterher wieder angereiht. Wir machen ja nicht jetzt am Stück, sondern da ist ja noch Gurk. Eine sehr interessante Frage. Da sich gerade Mikrofon wechseln gewünscht wurde, werden wir nach den Ozeangeräuschen und so weiter und so fort wieder zurück zum Yeti wechseln. Das macht dann natürlich durchaus Sinn. Wenn ich jetzt wechsle und dann kommt gleich wieder Ozeangeräusche, dann hat man ja nichts davon. Also, dein Mikrofon wird gleich gewechselt. Bezahlt mit PaySafe-Karten. Aber da funktioniert es noch. So. Das bedeutet, das haben wir jetzt. Wir werden jetzt einmal zu dem anderen Mikrofon rüber switchen. So, da bin ich wieder. Und dann können wir jetzt weitermachen. So, Klangschalentherapie habe ich gehört. So. Das kriegen wir doch hin. Lass mich mal kurz gucken, wo haben wir das hingesteckt. Warte, ich habe so viele Trigger. Oder mein Tisch ist zu klein. Ich glaube eher das zweite. Das erste kann ja gar nicht stimmen. Man kann nie genug Trigger haben. Jetzt Klangschale Lumia. Bisschen sanfter einstellen, damit ihr keine Ohrexplosion kriegt. Geht
das oder ist das zu leise für euch? Ach, ist ja frech. Ist ja scheiße frech. Ich habe nur die eine Seite eingestellt. Das sollte ich natürlich skippen. So. Das erklärt auch, warum ich keine gute Reaktion gekriegt habe beim Klopfen. Beziehungsweise ich habe heute etwas geändert. Vielleicht ist euch gerade was aufgefallen, außer dass ich vergessen habe, das Mikro zu switchen. Die Audio wird nicht mehr unterbrochen, also die Hintergrundmusik. Weißt du? Das habe ich jetzt hingekriegt. Dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, noch ein paar Sachen im Hintergrund zu machen, die mir helfen, länger zu streamen. So, Punkt. Keine weiteren Details. Das da vorne sind übrigens keine Marihuana-Pflanzen. Schön Aloe Vera-Pflanzen. Aber die wachsen zu schnell. Aber ich muss sie mal wieder ernten. Fällt mir wieder auf. Die hängen so ein bisschen labbrig. Labbrig. Wie war denn so eure Woche bis jetzt, Prinz und Prinzess? Schade, ich dachte, ich komme mal vorbei. Wieso schade? Ist doch schön. Sag doch einfach schade. Mein OBS hat die Verbindung leider verloren zu dem Stream und ich konnte nicht mehr einloggen, weil er sagte, ich finde deinen Schlüssel nicht und dann musste ich den PC neu starten. Mr. Noobi, wie geht's? Lange nicht gesehen und doch wieder erkannt. Nutella Einhorns Papa, schön, dass du da bist. Naja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr häufig passiert, dass wenn man Urlaub hat, krank wird, weil der Körper erst dann wieder zur Ruhe kommt. Dass in dieser Stresssituation, also bei bestimmten Arbeiten oder so, Krankheit gar nicht so krass durchbrechen kann. Danke für dein Follow. Anuka natürlich auch danke für dein Follow. Wenn ich das vergessen habe, dann tut mir das leid, aber ich habe es ja nachgeholt. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich vielleicht sogar nicht
Also, du weißt schon. So, mal, wir könnten mal kurz hier so ein bisschen was verbindungstechnisch machen. Was hübsch. Das passt zu der Farbe da oben. Oder ist die besser? Ne, die flackert. Interessant. So. So. Dann geht's jetzt weiter mit, du weißt schon was, mit, du weißt schon wem, du meinst, du weißt schon worüber. Dann. Auf erstmal was trinken. Nein, das macht man nicht. Nein. Lass es regnen, okay.
ihr müsst jetzt bewerten, wie gut das ist, okay? Pass auf, pass auf, pass auf. So, habe ich hier irgendwo noch was versteckt? Da. Elektronik war kein Wasser. Ich sag euch nur Bescheid. So. Ach, jetzt habe ich den Knopf verdeckt. Das geht auch so. Geht schon los. Schon runter reguliert, aber ich muss dann wohl noch ein bisschen machen. Das tut mir natürlich leid. Das holen wir natürlich nach. So, warte mal. Wo ist jetzt die Maus hin? Maus! Hab ich die schon versteckt? Maus? Hallo? Warte, was passiert? So gut oder also ist jetzt besser.
So, da bin ich wieder. Nein, alles gut. Mach dir darum keine Gedanken, denn das Handtuch hat das ganze Wasser aufgefangen. Natürlich jetzt hier unten am Standfuß ist ein bisschen. Und mit dem Wasser auf dem Lappen kann ich ja noch mal eben kurz hier über die Oberfläche gehen. Also irgendwie hilfst du mir ja damit auch. So, dann geht's jetzt weiter mit Kork. Richtig, richtig. So. Nur wenn wir das regelmäßig machen und das Handtuch nonstop nass wird, müssen wir uns da was überlegen. Aber jetzt können wir ja wieder hochdrehen, das alte Ding. Also bei Wasser, bis auf... Naja, auf einen Punkt runterdrehen, okay. Also, wie fandet ihr das? Wir haben das jetzt mal, oder ich habe es ja jetzt mal so aus dem Stegreif gemacht. Ich muss nur mal schauen, ob es eine Alternative zu Wasser gibt. Alkohol zum Beispiel. Nee, eigentlich ist das die normale Lautstärke. So ist jetzt 50%. Wenn ihr sagt, damit seid ihr besser zufrieden, dann machen wir ab sofort 50. 50 zu 50. Haben, dass ich hier alles einsaue, denn ich halte ja nicht mit voller Pulle drauf und ich sprühe alles auf das Mikrofon. Klingt zwar kacke, aber ja, ich habe auch Angst, dass das Ding einsufft, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit den anderen Mikrofonen gemacht. Aber da lag ich selber dran, also habe ich selber Schuld gehabt. Also von daher, macht mir Schleichwerbung. Wo kommen wir denn da hin? So, gibt's nicht. So. Prinz, wolltest du, dass ich da drauf schreibe oder Tapping mache? Du hast ja auch Kork gewünscht. Ich glaube auch schreiben war das bestimmt. Und vielen lieben Dank für dein verschenkten Abo. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber für Nutella.
Nils, du machst mich neugierig. Ist das, was du gesagt hast, wo ihr nicht drüber sprechen sollt, schon eingetroffen? Oder warte ich immer noch verzweifelt darauf? Oder sehnsüchtig so. Nicht verzweifelt. Sehnsüchtig. Das weiß ich ja auch noch nicht. Aktuell nicht, dass die alte Kamera steht noch quasi am falschen Ort. Morgen werde ich mich darum kümmern, dass ihr wieder Kanäle gucken könnt. Beziehungsweise nach dem Stream. Thank you.
Mikrofon switchen. Ei, ei, ei. Da gebe ich mich so viel Mühe. Hintergrundgeräusche während der Kamera, der Mikrofonwechsel, denn wenn ich das Mikrofon normalerweise wechsle, ist der Hintergrundton in kurzer Zeit abgebrochen, weil ich das manuell umstellen muss. Das habe ich jetzt gelöst. Das läuft jetzt nonstop. Achte mal darauf. Haben, dass ein LKW vorbeikommt und mir keine Ahnung was vorbeilegt. Sind die 3 Tonnen Sand schon angekommen? Die 5 Tonnen Kinetic Sand und die 6 Tonnen Slime. Nee, ich weiß auch nicht, was morgen ist. Ist morgen schönes Wetter? Auch angesprochen fühlen, wenn du darauf antworten möchtest. Das ist Mobbing. Also wie fühlt ihr euch jetzt gerade, jetzt in diesem Augenblick? Seid ihr entspannt? Kevin scheinbar nicht. Hallo Yvonne, was ist los? Ja, ich bin ganz entspannt, sitze hinter der Kamera, ne? Da kann man sich gut verstecken.
du denn geschlafen? So lange hast du geschlafen. Wie geht's dir eigentlich, Yvonne? Ich habe ja mitgekriegt, dass du krank bist. Bist du schon besser geworden? Also nicht bist du besser geworden, sondern ist die Krankheit weggegangen. Die Erkältung. Ja, aber das beantwortet meine Frage ja nicht. Worin bist du besser geworden? Auch wenn ich diese Frage nicht richtig. Also, die Frage habe ich nicht gestellt, aber. Doch, habe ich. Ich bin komplett verwirrt. Joel, ich grüße dich. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Just sit back and relax and, yeah, you can fall asleep here, so. You are welcome. I guess that's the best thing.
trick is not to put your phone over your head. Just lay it on your chest or something like that. So that you are able to sleep. Yes, lesson learned. Von LS Dave. Ihr könnt euch bestimmt gut unterhalten. Oder seid ihr im Clan der Daves? Bram, me either, so. Oh, Lüchen, Puppi. Na, du alte Ufe, alles klar, mal hier. So, Achtung, Kekwin, jetzt hör mal genau zu. Wenn ich das Mikrofon jetzt switch, hörst du dann Unterschied? Hörst du Hintergrundgeräusche oder nicht? Dass die Hintergrundmusik noch läuft. Nicht das andere. Erzähl mir nicht, ihr hört keine Hintergrundgeräusche. Das wäre jetzt frech. Ich habe die ganze Zeit Musik im Hintergrund laufen. Dass die nicht gestummt wird. Klar, das Mikrofon wird gestummt, aber die Musik läuft noch weiter. Vorher war die immer aus, dann kurz wieder an und dann wieder aus und dann wieder an. Toll, da gebe ich mir mal Mühe und baue hier ein bisschen was um, damit wir ein bisschen reibungslos und schöner haben. Und er sagt, wow. Ist ja schon ein bisschen frech. Ich dachte, du kommst jetzt mit was Großem um die Ecke. Auch man muss die kleinen Dinge würdigen. Spätschicht, glaube ich.
Schibidi Schibidi. War denn die Arbeit, Schnucki? Warst du heute arbeiten? Warst du heute bleiben? Schnucki, du kannst es jetzt noch nachrütteln. Nachholen. Ach, soweit ganz gut, ja. Doch, soweit okay, ja. Doch, wirklich jetzt. Ernsthaft jetzt. Ohne Scheiß. Vielleicht aber auch jetzt erst, aber das Schöne ist, der Tag ist heute rum. Das bedeutet, egal welche Sachen heute negativ passiert sind, die dürfen heute gehen.
solange du sie gehen lässt und sie gehen dürfen. Deshalb lade ich dich ein, langsam einmal mit mir tief durch die Nase einzuatmen, wenn das geht, ansonsten natürlich durch den Mund. Kurz halten und so langsam wie möglich wieder aus. Und ein letztes Mal tief durch den Mund ein. Langsam wieder aus. Ich habe mich nachverbessert. Ich habe gesagt, oder durch den Mund, was angenehmer ist. Jetzt pst, wir haben eine Personal Attention. Schließe für einen Moment deine Augen. Lass los. Lass mich in der Zeit ein wenig einfach deine Haare kämmen. Jetzt ist es Zeit für dich, ins Bett zu gehen mit deinen frisch durchgekämmten, du weißt schon was, Härchen. Das ist was anderes, das sind keine Haare. So, Matcha.
Tja. Nein, das war der Gummizug hier drumherum, um das Plüschding. Das waren nicht die Haare selber. Das war quasi das Haargummi. Das wollte nicht raus. Nein. Mit 21 hat man keine vollgrauen Haare, außer man heißt Muma. Bei der Rentner. Ja, guten Abend zusammen. Da ist ein Ding abgefallen, so doof. Naja, das passiert, wenn man da die ganze Zeit dran rumdrückt. Ist ja auch zum Rühren und nicht zum Drücken. Schlaf gut, Ricardo. Schön, dass du da warst und dass du kurz Hallo gesagt hast auch. Schlaf schön. Was wissen wir? Du hast heute gearbeitet, das wissen wir, ja. Das wissen wir. Das feuchte Ohr, meinst du?
keine weiteren Trigger mehr einlösen, denn wir begeben uns in Richtung Bettchenmodus. Morgen machen wir gerne noch ein bisschen länger weiter. Aber ich glaube, das ist gerade ein ganz guter Moment. Ergo, ihr wisst, wie ich meine. Hä, ich habe doch heute schon länger gemacht als bei der letzten Mal. Und eine halbe Stunde ist länger. Den PC neu starten müssen, die Zahl zählt nicht mal. Das ist Schiebung. MZ6, übrigens, danke für dein Follow. So läuft nicht mal die Nase. Hier wird niemand gemobbt. Wenn du krank bist, bist du krank. Und ich hoffe, dass du ganz doll, ganz schnell gesund bist.
Ja, wir wissen, du hast jetzt Feierabend. Alles gut, Schnucki. Zuschauer, meinst du für YouTube, für Twitch? Ja, würde ich auch ganz gerne haben. Stellt euch mal vor, es gibt einen YouTube-Kanal, einen Twitch-Kanal, der einfach 80 Millionen Zuschauer hat. Das wäre geil. Dann machst du einmal Werbung, zack, Millionär. Machst dreimal Millionär. Du hast 3 Millionen mit Werbung. Naja. Aber nicht für die Werbung, sondern weil man viele Leute unterhalten kann. Was meint ihr, was sie für Möglichkeiten hätten bei 80 Millionen Followern? Da würden einfach Unternehmen zu uns kommen und sagen: Habt ihr nicht Lust, mal was zu präsentieren von uns? Das ist eine besoffene Grille, kann ich da auch nichts für. Die ist immer nur so laut.
Ja, aber ich habe gesagt, nichts mehr einlösen. Schlawina, du. Versuchst du jetzt hier so ein paar Sachen zu umgehen? Dann machen wir noch die Fantasiereise hinterher. Und wenn wir schon mal dabei sind, 15 Mal trink was. Orakelkarten 300 hätte ich gerne. Okay. Ihr Lieben. Ich möchte euch von Herzen heute danken. Heute hat es mir besonders viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet noch so ein Pups mehr Entspannung reinkriegen, damit ihr ein Pups besser noch einschlafen könnt. Und damit ihr jetzt locker flockig in den Schlaf gleiten könnt, könnt ihr noch kurz vorher in den Discord gucken. Da kriegt ihr die neuesten Streaming-Zeiten, da kriegt ihr Bilder von Kühen, falls ihr da Bock drauf habt. Oder wenn irgendwas anderes ansteht. Und wenn ihr Ideen, Tipps oder sonstiges habt, einfach da reingehen. Und dann könnt ihr auch schon los tippern. Ich verabschiede mich für heute von euch, mit euch, für euch, an euch, durch euch. Und wo es gleich hingeht, werden wir gleich sehen. Mein Outro ist weg. Da. Ich hab's doch noch gefunden. Da steht ja Ende. Da steht ja gar nicht Outro. Ist ja frisch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Ich muss sowieso noch mal zum Hofschmied. Hofschmied meine ich. Nicht Hofschmied. Kekwin, warum löscht ihr euch da immer raus aus dem Mods-Bereich? Dann können wir die Mods ja auch gleich ganz rausnehmen. So, unsere Neuzugänge. MZ6, Iglu, Nutella, Anduka und die Subis und Resubis. Prinzi McMinzi, Eber der Rentner und Nutella Einhorn. Papa, ich wünsche euch den entspannten, ihr wisst ja, den entspannten. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder beziehungsweise heute Abend in alter Frische. Ich bin raus für heute. Schön, dass du da warst. Dein Mo.